ihr Lieben, ich möchte euch heute mal einen Privatserver von Aion zeigen. Dieser nennt sich CatAion. Ist noch relativ neu. Der steht, glaube ich, seit ein oder zwei Monaten höchstens und hat dementsprechend noch nicht ganz so viele Spieler. Ich habe sehr lange nach einem Privatserver gesucht, der von Patch 4.0 bis 4.7.5 geht. Der hier ist jetzt 4.7.5. Und bin nach sehr vielen Enttäuschungen auf CatAion gestoßen und bin bisher ziemlich begeistert eigentlich. Auch wenn die Aktivität hier, die ist ziemlich gut, nur es sind halt nicht sehr viele Spieler, weil der Server noch nicht ganz so bekannt ist. Deswegen zeige ich euch das mal, damit ihr euch das vorstellen könnt, wie das hier abläuft. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich dazu entscheidet, doch hier anzufangen. Das Patch ist eines der Patches gewesen, was mir am meisten gefallen hat. Und ja, wir haben jetzt einfach, ich habe jetzt einfach mal einen Künstler genommen, um euch das zu zeigen. Dann bauen wir die Quest hier an. Dann machen wir einmal die dunkelblaue. Willkommen. Es kommt gleich ein relativ lautes, unangenehmes Geräusch, weil von Level 9 bis 65 jedes einzelne Level-Up-Geräusch jetzt hintereinander kommt. Es könnte laut werden, also nur so als kleine Warnung. So. So. Ach, das brauchen wir doch gar nicht. Dann haben wir einmal ein 80 Verzauberungssteine. 10.000 Stigma-Scherben kriegt man zu Beginn. 275.000 Kina. Und bevor man weitergeht, auf jeden Fall die Würfel erweitern. Das kostet 1.000 Kina. Pro Erweiterung. Man kann es bis auf Stufe 5 erweitern und kostet jeweils nur 1000 Kina. Bis Würfel 5, dann haben wir alles fertig. So. Machen wir das blöde Tutorial weg. So. Dann haben wir einmal eine Umfrage. Bekommen wir alle Stigmen. Dann bekommen wir einmal eine Waffentruhe, Rüstungstruhe, Rückkehr, Schriftrollen, mit der man überall hinporten kann. Dann bekommen wir Schmuck. Das sind jetzt nur Ringe, Ohrringe, Halskette. Den Gürtel bekommt man leider nicht. So, Magieverstärkung. Magische Präzision. Genau, so. Nehmen wir jetzt einfach mal. Dann haben wir so. Und eine Waffentruhe. Es ist ein relativ... Meine Seite braucht man nicht. Ein relativ gutes PvE hier. Mit den Steinchen lässt sich das alles eigentlich ziemlich gut auf 10 flussen. Und sockeln mit den Steinen, das müsste eigentlich ausreichen. Die failen nicht ganz so oft. Also die gehen zu, ich sag mal, 90-95% gehen die rein. Ja. Auch die Mana-Steine, die gehen genauso gut rein. Es geht nichts kaputt, es fällt hier lediglich eine Stufe zurück. Genauso wie mit den Mana-Steinen. Die fallen auch jeweils, dann geht ein Stein, der eine Stein, den man gesockelt hat, geht kaputt, die davor nicht. So wie es damals auf dem Patch auch war. Alles identifizieren, es dauert wieder ein bisschen. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, das Gear vorerst zu plussen und zu sockeln. Wenn man die Garnis wird man auf jeden Fall machen müssen. Entweder für die Machtkampfmedaillen, um sich das Machtkampfgear zu holen, das epische. Oder man holt sich, farmt sich die Machtkampfmedaillen und tauscht sie in Abyss-Punkte um. Es gab damals im Untergrund einen Shugu, bei dem man alles, die ganzen Machtkampfteile für mehr Abyss-Punkte verkaufen konnte als sonst anderswo. Diesen Shugo gibt es noch. Der spawnt hier normalerweise. Ich weiß auch nicht. Manchmal ist er hier, manchmal ist er im Untergrund. Der spawnt aber relativ häufig und ist eigentlich relativ leicht zu finden. So, das haben wir dann. Einmal.
Das ist dann das Gehen. Sieht eigentlich relativ hübsch aus, beim Bade zumindest. Und der Gürtel fehlt, genau. Der Gürtel. Dazu kann man hier eine dunkelblaue Quest annehmen. Von Tirins. Erfreut euch wiederzusehen. Verdienst. Irgendwas. Nehmt den Auftrag an. Und dann kann man, je nachdem zu welcher Garnison man geht, kriegt man verschiedene Schmuckteile. Wenn man zu 72. geht, kann man zwischen einem Ring und einem Gürtel entscheiden. Katalam kann man gehört sich dann annehmen. Uns. Damals war das so, dass sie nur pro Account einmal machen konnte. Hier kann man sie allerdings mit jedem Charakter machen. Dazu muss man dann einmal zur 72. Aber ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir erst die Stigma-Quest machen. Man muss auf jeden Fall, um die Stigma freizuschalten, eine Stigma-Quest machen. Ist die Kampagne in Sanctum, die heißt Entsplitter der Finsternis. Die lohnt sich dann auf jeden Fall. Die muss man machen, weil man jetzt noch nicht alle Stigma freigeschaltet hat. Man hat nämlich noch gar keinen Slot frei. Ich mache die Gürtel-Quest jetzt mal vorher, weil die Garni gerade grün ist. Wenn mir jetzt Asno begegnet, dann herzlichen Glückwunsch. So. Beschäftigt? Dann bekommt man hier einmal einen Ring oder einen Gürtel. Nehmen wir den einmal, dann haben wir wenigstens einen Gürtel. Ein paar Stats davon. Ach, so wäre das Fliegens nicht möglich. Ja, das ist ein kleiner Bug. Der Server ist natürlich nicht bugfrei, da er noch relativ neu ist. Deswegen laufe ich so schnell. ja. Das Spiel meint, ich würde noch fliegen. Auch gut. Wie man den behebt. Ist eigentlich ganz einfach. Nicht, wenn es dann immer noch nicht geht, einfach auf Charakterauswahl zurück und wieder einloggen. Dann geht es auf jeden Fall. Jetzt gerade spinnt es ein bisschen. Ist aber nicht ganz so schlimm. Ja, das Fliegen hört spätestens dann auf, wenn die Flugzeit abgelaufen ist. Macht natürlich jetzt einen sehr schönen Eindruck. Wenn man direkt den ersten Bug beim Vorstellungsvideo sieht. Aber naja. Ist halt noch ganz neu alles. Kann auch nicht böse sein. Könnt euch hier flug nicht zum Bindepunkt teleportieren. Ach Mensch. Okay, dann machen wir einmal. So, da sind wir wieder. Der Bug müsste eigentlich weg sein jetzt. Ja. Dann können wir den Gürtel anlegen. So. So B. Dann müssen wir nach Sanctum. Kommt ihr oder geht ihr? Viel Glück. Oder Pandemonium, je nachdem, wo man anfängt, ist auf jedem widerseits gleich gehalten. Ich bin leidenschaftlicher Ilios-Spieler, deswegen zeige ich die Ilios-Seite. Bei Neptis kann man sich natürlich einmal den Buff holen und man hat von Stufe 5 bis 60 alle Wohlstand der Ilios-Quests. Die würde ich empfehlen, auch alle anzunehmen. Man bekommt dann hierzu zum Beispiel Sachen wie 36er-Gear. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Einfach aus dem Grund, weil man die Sachen, die man da sich nimmt, wieder verkaufen kann und man dadurch ca. 1,2 Millionen Kina bekommt und das ist für den Anfang eigentlich ganz okay. Da kommt man auf jeden Fall von A nach B und irgendwann ohne Kina vom Porter zu stehen. So. Ich nehme die jetzt mal nicht an, das sind viel Zeit in Anspruch, wenn man hier da alle einzeln annehmen muss. So, wir müssen jetzt einmal zu Jukleas. Ein Splitter der Finsternis einmal machen. Damit wir die ganzen Stigma-Slots freikriegen. Die Kampagne müsste eigentlich jeder kennen. Regina ist hier oben. Das Porten hat leider Gottes ziemlich lange Cooldown. 10 Minuten. Aber man kann da nicht alles haben. Okay, was ist dir denn los? Guten Tag. Kommt jederzeit wieder. Weiter geht's. Arie Luma. Das muss man natürlich dann für jeden die Schatten euch nie einholen. Spielen eines.
Charakters machen. Ja, sprech doch. Sprachfehler, ahoi, heute mal wieder. So. PvP-Aktivität ist ja auf jeden Fall gegeben. Silos, Praden, Bassen Raids, Abyss Raids, Tia Maranta. Allerdings habe ich bisher noch keine Raid-Aktivität gesehen, was meiner Meinung nach aber nicht ganz so schlimm ist. Weil das Auge von Tia Maranta ist dementsprechend natürlich, weil die Festung gehören alle dem Balaur, nicht betretbar. Was aber nicht ganz so schlimm ist, weil es hier so geändert wurde, dass die Schlüsselmobs, Sneaker und Hasse nicht gesehen, mir fallen die Namen jetzt alle nicht ein. Die spawnen random an den ganzen Garnis in Nordkatalan. Da bekommt man dann auch natürlich die Schlüssel. Und die Boxen dafür sind auch in den Garnis. Die kleinen sind jeweils in den kleinen Zelten drin. Und die großen Kisten sind in der Silus, Bossen und Prades. So, hier ist jetzt einmal das Problem. Bei manchen Klassen hat man das Stigma, was man von ihm normalerweise kriegen würde, hat man schon. Dementsprechend steht dann hier im Chat, ihr könnt den Gegenstand nicht aufnehmen, da ihr den Gegenstand Tanz des Gauklers bereits besitzt. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr das richtige Stigma reinmacht. Willkommen, Dave. War das? Das Assassinenphantom. So. Aria Luma. Also wie gesagt, Raid-Aktivität ist definitiv da. Es sind nicht viele Spieler, das sollte einen aber nicht abschrecken, weil der Dux beispielsweise und die ganzen Mobs in den Festungen so runtergeschraubt wurden, dass man es auch zu wenigen Spielern schafft, die Festungen einzunehmen. Herrlicher Tag, nicht wahr? So. Jetzt haben wir alles frei. Können dann dementsprechend dockeln. Zu mir. Werde ich jetzt noch nicht machen, weil ich denke mal, jeder wird wissen, wie er seinen Char zu sockeln hat. Man hat ja sowieso vorgegeben, die Stigma-Bäume. So. Das haben wir einmal. Mehr muss man eigentlich nicht machen. Dann geht es weiter. Kann man schauen, dass man die Garnis alle macht. In Nord- und Südkatalam sich die Machtkampfmedaillen farmt und sich das Gear holt, was man gerne haben möchte. Ich kann euch noch mal gerne zeigen, wie das aussieht mit den Plussen von den Rüstungs- und Waffenteilen. Einer gefällt. Ist aber nicht ganz so schlimm. Haben wir genug Steine. Und man muss auch nicht geizig sein, was die Mana-Steine angeht, da das so ist, dass man von den Garnis pro Garni-Quest, die man macht, einen allmächtigen Verzauberungsstein bekommt. Ja, irgendwie will das heute nicht. Was ist denn das? Okay, wir lassen es. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich jetzt einfach dieser blöde Vorführeffekt, aber auf jeden Fall, bei mir ist es bei keinem meiner Charaktere so oft gefällt wie bei diesem Seiteninstrument. Oh Mann. Gehen wir mal zum wieder aufgebauten Turm des Lichts. Also, wie gesagt, man bekommt pro Garni-Quest einen allmächtigen Verzauberungsstein. Und pro Char natürlich. Wenn man es mit mehreren macht, sind natürlich mehrere mächtiger. Ist ganz cool gemacht. Das ändert sich zwischendurch. Mal hat man Aufwertungsserien, mal hat man allmächtiger. Und dann kann der Spielspaß eigentlich auch schon beginnen. Es ist sonst eigentlich relativ alles so, wie es damals war. Bis auf, dass die Schlüsselmobs, also die Keymobs und die Kisten halt woanders hier nach Nordkatalam eingefügt wurden. Der Untergrund ist komplett da, die Untergrundbosse sind komplett da. Die wurden, soweit ich weiß, auch ein bisschen runtergestellt. Nicht alle, aber ein paar. Zumindest Lata müsste einfacher. Entweder kam mir das so vor, oder die haben sie einfacher gemacht. Das muss man halt selber ausprobieren.
Untergrundbosse sind alle da. Es ist alles so wie vorher. Die Drop-Rate und die XP-Rate, alles ist erhöht. Steht hier auch, wenn man sich einloggt. So. Genau. Hier ist einmal alles erklärt. Wir sind da, genau. XP-Rate um 10 erhöht, Questrate um 10 erhöht, Drop-Rate um 5 erhöht. Das heißt, ich würde euch empfehlen, jeden Mob, den ihr bei der Garni tötet, den ihr im Untergrund tötet oder den ihr sonst irgendwo tötet, auch zu looten, weil auch die können Aufwertungsseren und Allmächtige droppen. Die droppen relativ häufig, würde ich sagen. Also, ich habe relativ viele davon gefarmt. Und ja, wir sind jetzt gerade nicht ganz so viele Leute. Das liegt wahrscheinlich auch an der Uhrzeit. Alleine. So, das war eigentlich, wenn ich was vergessen habe, dann tut's mir leid. Ich denke mal, ihr werdet das relativ schnell selber rausfinden. Die Community ist sehr nett zuvorkommt. Die GMs sind total nett, die helfen einem. Es gibt eigentlich nichts zu bemängeln. Bugs, wenn ihr Bugs findet, könnt ihr die sofort an GM melden oder an im Forum schreiben, da gibt es extra ein... Ja, da gibt es extra was, wo man es reinschreiben kann. Oh Gott, ey. Mein erstes Video, wo ich rede und ich habe einen Sprachfehler nach dem anderen. Naja, auf jeden Fall haben wir hier die Homepage. Einmal kann man einmal sehen, wie viele Leute generell online sind. Das sind jetzt zwei Asmus und ich, ein Elios. Dann haben wir hier ein Forum, da haben wir Statistiken von sämtlichen Sachen, Forum, How-To, alles Mögliche. Dann haben wir hier noch das Timetable. Videos gibt es hier auch. Starter-Tutorial, Raid-Videos, Trailer, Garni-PvP. Ein paar Videos werden regelmäßig hochgeladen. Da gibt es auch dann einen YouTube-Kanal, so eine Facebook-Seite gibt es dazu. Dann haben wir hier einmal Downloads. Man kann es einmal komplett, wenn man Mega hat. Da ist das so, dass wenn man noch nichts über Mega runtergeladen hat, als Free-User 50 GB Downloads frei zur Verfügung hat. Da kommt man über die 50 GB, weil man schon etwas über Mega runtergeladen hat, muss man es bezahlen. Oder man kann nur alle 6 Stunden eine gewisse Anzahl an Gigabyte runterladen. Ist ein bisschen doof gemacht. Aber seit kurzem ist es halt so, dass man jetzt hier die Client-Einzelpakete runterladen kann und die dann ohne Mega runterladen kann. Und ja, steht alles beschrieben. Es gibt auch bei Multimedia, gibt es auch, soweit ich weiß, oder war das in den Foren, muss man sich mal durchlesen, wie man alles installiert. Genau, hier den Client-Download haben wir hier. Alles Mögliche kann man sich schlau lesen. Und ja, ich glaube, das war's dann auch schon. Hier sind die Videos zu allen Möglichen. Ja, mehr gibt's glaube ich auch nicht. Es gibt viel mehr noch. Aber das muss man, denke ich, mal selber rausfinden. Wahrscheinlich jetzt sowieso ein paar Dinge vergessen. Ist aber nicht ganz so schlimm. Man findet alles relativ schnell raus eigentlich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der ein oder andere sagt, ja, Patch 4.7.5, da muss ich spielen. Und sofort den Klienten runterlädt und anfängt zu spielen. Wäre mega nice. ich hoffe natürlich, dass sich in den nächsten Wochen einige Spieler dazu entscheiden werden, dort anzufangen. Weil mit mehr Spielern macht es natürlich umso mehr Spaß. Wenn auch im Open PvP Aktivität ist. Und nicht nur bei den Raids. Ich meine auch so, wenn ich die gar nichts mache aus Erfahrung. Ich spiele jetzt ungefähr 1 oder 2 Wochen. Auch schon den einen oder anderen Asme getroffen. Bei den Raids ist natürlich dann komplett PvP. Macht total viel Spaß, auch zu wenigen Leuten. Das Video von heute wurde leider noch nicht hochgeladen. Wir haben heute die Silos eingenommen. Wir waren 5 Elios und 3, 4 Asmus. Ja, doch. Und haben dann die Silos erobert, mit PvP, mit Duxhauen, alles drum und dran. Sehr cool gemacht, auf jeden Fall großes Lob daran, dass sie den Dux dort runtergeschraubt haben und die anderen Mobs, dass man die auch zu wenig Leuten machen kann, wenn man Clary dabei hat, ansonsten dürfte es doch schwierig werden. Aber wir haben ja auf jeden Fall immer Clary dabei.
So, das war, glaube ich, alles. Den Rest müsste man noch kennen von damals, selber rausfinden, fragen, einfach, wenn gerade jemand online ist, einfach anschreiben, fragen. Man bekommt eigentlich immer eine Antwort. Die Community ist echt top. Auf jeden Fall, falls ihr euch dazu entscheidet anzufangen, wünsche ich euch viel Spaß. Und wir sehen uns hoffentlich in-game, entweder als Kameraden oder Gegner. Man wird sehen. Eine Sache wollte ich euch noch sagen, die habe ich jetzt im Video vergessen. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwie Einstiegshilfe braucht oder irgendwas, könnt ihr mir gerne in-game schreiben. Ich spiele auf Ilios Seite. Und der Name ist ja hier eingeblendet. Ich bin eigentlich relativ häufig online und bin auch zum größten Teil auf diesem Char online. Könnt ihr mich gerne anschreiben. Ihr könnt mir in die Kommentarbox schreiben, bei YouTube oder auf Twitch. Ich beantworte sehr gerne eure Fragen, falls noch was offen steht oder ich was vergessen habe.